Ja, willkommen zurück. Heute geht es um Tipps für den Verkauf. Und ich habe es immer wieder erlebt und sehe es immer wieder, dass gute, angesehene, fantastische Werkstätten eigentlich nicht gut verkaufen. Ja, also das heißt, sie warten darauf, bis der Kunde etwas von ihnen will. Ja, und dann kommt der Kunde, dann wird das gemacht, was eben gerade so ansteht, und dann geht er wieder. Aber ich habe letztens mit einer Werkstatt getroffen, die auch eine Tankstelle hat. Und dieser Werkstattmeister, übrigens Ralf, ja, herzliche Grüße, der hat zu mir gesagt, die Kunden, die bei mir tanken, ja, die in die Tankstelle kommen, die kommen mit einem offenen Geldbeutel. Also frage ich mich doch, was kann ich tun, damit sie so viel wie möglich von diesem Geldbeutel bei mir lassen? Ja. Und damit hat Ralf sozusagen schon den richtigen Ansatz als Tankstellenpächter oder Inhaber. Ralf, ich weiß gerade nicht, tut mir leid. Jedenfalls hat er da schon den richtigen Anspruch zu sagen, okay, Kunde kommt, ist da, ja, dann soll er doch auch was ausgeben. Und so ist es natürlich auch im Tagesgeschäft für Kfz-Werkstätten. Es wird einfach gerne vergessen, dass du gerade einen Kunde vor Ort hast, ja, der im Grunde genommen vor dir steht. Besser kannst du einen Kunden niemals erreichen, als wenn du ihn im persönlichen Gespräch hast. Und deswegen kann ich dir als Tipp nur mitgeben, ja, lass dich nicht vom Kunden lenken, sondern lenke den Kunden. Das ist ganz oft so. Also der Kunde kommt, hier ist mein Auto, mach wieder ganz, ja, zum Beispiel. Und dann macht man das halt. Und dann kriegt er das und dann geht er wieder. Achte mal darauf, was du ihm sonst noch so anbieten könntest. Ja? Und ich meine jetzt nicht für 10 Euro irgendwie was weiß ich, ein kleines Fläschchen Öl oder so, das ist auch nett, sondern ich meine eher, was kannst du tun, damit er wiederkommt? Was kannst du tun, damit er so begeistert ist, dass er irgendwie sagt, Mensch, dann gehe ich hin, dann gehe ich hin, dann gehe ich hin. Und denk dran, dass jeder Kunde dreimal bei dir sein sollte, bevor er dein Stammkunde wird. Ja, so lange dauert das meistens, dass er dann auch wirklich safe ist bei dir. Und sorge dafür direkt, wenn er bezahlt, wenn er zu dir kommt, dass du verkaufst. Vergleichen wir das mal kurz mit einem Wochenmarkt. Ja, stell dir mal vor, du bist auf dem Wochenmarkt und es gibt drei Stände, die Käse anbieten. Ja, dann gibt es zwei, drei, die alle schreien, ja, Angebot, Angebot, günstig, super, hier, komm zu mir. Und dann muss ich hier die Glocke vorstellen, damit diese komische Handbewegung Sinn ergibt. Ja. Also jedenfalls stell dir die Glocke vor, so, ja, hier, Angebot. Ist halt blöd, ja. Jetzt stell dir mal vor, einer von diesen Käseläden, ja, die haben alle etwa gleich viel Kunden, ja, vielleicht einer noch einen Ticken mehr, weil er wirklich günstiger ist oder was auch immer, was macht. Mehr Stammkunden hat, weil es ihn länger gibt, bla bla. Ja, aber stell mal vor, einer stellt sich jetzt hin und sagt: Hey, hier gibt es Käse für deine teuersten Gäste, ja, oder für deine liebsten Gäste. Oder hier gibt es Käse, ja, wenn du Gäste einlädst, die werden noch in einem Jahr davon schwärmen. So. Was denkst du, wo die Leute dann anfangen, einkaufen zu gehen, wenn sie Gäste haben? Oder was denkst du, was die Leute denken, ja, wenn sie viel Geld für ihre Gäste ausgeben? Was denkst du, was sie denken, wenn sie sich selbst mal einen guten Käse kaufen wollen? Dann denken die ja zum Beispiel auch sowas wie, was gut ist für meine Gäste, ist auch gut für mich. So, jedenfalls, dieser Käsehändler, ja, der das macht, der hat es verstanden, seine Zielgruppe, die am Markt rumhängt, ja, richtig abzuholen. Und da könnte sogar stehen, hier gibt es den teuersten Käse für deine Gäste. Könnte da stehen. Der wird seine Kunden haben, weil wenn ich Gäste habe, will ich, dass sie den besten Käse haben. Ich will, dass sie es super gut haben. Nur als Vergleich, nur als Beispiel. Ja? Deswegen kaufen wir auch einen wirklich guten Wein oder einen wirklich guten Champagner, wo wir sonst vielleicht Prosecco oder Sekt trinken oder was auch immer. Ja? Wenn Gäste kommen, kommt die Qualität. Ja? Und wenn ich Qualität für mich möchte, dann kaufe ich normalerweise auch das, was ich für meine Gäste habe. So, und mit der Logik, ja, musst du auch an deinen Markt rangehen. Ja, nicht einfach darauf warten, bis irgendjemand was braucht oder hier die Schlange abgreifen von denen, die irgendwas billig wollen, sondern eben wirklich positionier dich. Ja. Und wie sieht so eine Positionierung aus? Ja, da kannst du zum Beispiel, wenn du einen Kunden vor Ort hast, kannst du ihn direkt abholen, kannst direkt sagen, so, was machst du denn am liebsten mit deinem Auto? Sagst du, ja, oh Mensch, ich fahre am liebsten zum Angeln zum Beispiel. Sagt er, okay, pass mal auf, ja, dann werden wir uns mal kurz darum kümmern, was wir machen, damit dein Auto wieder fit ist, dass du wieder entspannt zum Angeln fahren kannst oder dass du deine Töchter zur Schule fahren kannst oder dass du Arbeit fahren kannst, das Geld nach Hause bringen kannst, deine Familie ernähren kannst. Wenn du die Leute so abholst, bringst du sie weg
von diesem ganzen fachlichen Blabla. Das ist für dich wichtig, keine Frage. Aber für den Kunden ist es nicht wichtig. Für den es nervt den nur, es langweilt den nur. Wenn du diesen Channel hier verfolgst, dann wirst du merken, warum das den nervt. Da gibt es zum Beispiel ein Video, warum du Kunden verlierst. Ja, kannst du ja mal gucken, da habe ich hier so eine Grafik. Ja. Jedenfalls, das ist so die Sache. Ja. Hol den Kunden direkt ab. Hol ihn direkt ab, indem du von vornherein fragst, was machst du denn am liebsten mit dem Auto? Ja, und dann sagst du, okay, wir gucken mal, was wir tun, damit es dem dann besser geht. So. Und dann, wenn du rausgefunden hast, warum derjenige sein Auto mag, dann kannst du anfangen, ihm über die Reparatur hinaus Sachen zu verkaufen. Du kannst Pakete schnüren, kannst einen Sommercheck, einen Wintercheck, kannst zu jedem Radwechsel, ja, kannst du zu jedem Radwechsel gleich noch den Check mit anbieten, eine Versiegelung, kannst du, je nachdem, was du anbietest, schnür mal ein paar Pakete, mach die teurer, als was es normalerweise kosten würde und sag halt einfach, hey, das biete ich dir jetzt hier an. Ja, das ist ganz wichtig. Dann hat der Kunde einfach gleich die Option zu sagen, nehme ich den Radwechsel für 39 Euro oder mache ich noch das Premium-Paket, das kostet dann 79 Euro, mache ich das noch dazu, dann kriege ich noch eine Reinigung und das Auto wird gleich entsprechend der Saison nochmal gepflegt. Ja? Oder meinetwegen auch für 149 Euro. Ja? Dann kannst du den Kunden fragen, hey, willst du das oder das? Nur den Radwechsel oder doch lieber ja, das Premium-Paket für 149 Euro, da ist der Radwechsel schon drin, ja, und dann kriegst du noch hier diesen Check, dann machst du das Auto richtig geil, so, ja, dann kannst du gleich aus diesen Kunden mehr Geld rausziehen und die werden fröhlicher sein, die freuen sich, weil die haben Geld ausgegeben für was sie mehr bekommen, das ist geil, ja, und als letzten Tipp vielleicht noch, wenn jemand bei dir wirklich kleine Leistungen in Anspruch nimmt, wie einfach mal eine kleine Durchsicht oder wirklich nur den Radwechsel, wie kannst du ihn wirklich von dir verblüffen? Ja, der kommt zu dir an die Kasse, zahlt die 39 Euro, wenn er es wirklich genommen hat, dann sagst du halt einfach, hey Herr Müller, pass mal auf, Sie sind ja hier jetzt nur für einen Radwechsel da gewesen, das ist ja jetzt wirklich nur eine Kleinigkeit, das ist von uns hier einfach mal ein Service, ich gebe Ihnen jetzt, ja, nachdem er bezahlt hat, ich gebe Ihnen hier jetzt mal diese Summe hier, 39 Euro, kriegen Sie von mir zurück, kriegen Sie Ihren Gutschein, schreibst du einfach auf eine Karte, gibst dem Kunden am Tresen in die Hand und sagst, das kriegen Sie von mir wieder und können Sie beim nächsten Mal einsetzen, ja, bei irgendeiner Reparatur über 300 Euro oder was, verrechne ich Ihnen das wieder, dann haben Sie den Radwechsel gratis, das kannst du zum Beispiel anbieten oder du kannst einfach sagen, hey, machen Sie doch mal eine Google-Bewertung dafür, ja, würden wir uns so wirklich freuen, weil da denkt ja auch keiner drüber nach, denkt ja keiner dran. Also das heißt, gib es direkt Mehrwert, der Kunde hat zwar bezahlt, aber gibst ihm was mit, so als kleinen Tipp für den Verkauf. Ja. Verkaufstraining und so werden wir hier auch gerne nochmal separat behandeln, aber das ist nur mal so kleine, schnelle Sache, die man einfach integrieren kann, die einfach geil sind, die den Kunden Spaß machen, die einfach wirklich auch mehr Umsatz bringen. Also verinnerliche das mal. Ich hoffe, es war was für dich dabei und cool, dass du hier so lange dran geblieben bist. Ja, wenn dich Sachen dieser Art interessieren, wie du einen Kunden wirklich von A bis Z begeistern kannst, abschließen kannst, dreimal, siebenmal mehr Umsatz machen kannst, kannst du natürlich auch den Link unter dem Video anklicken und ja, wir zeigen dir mal, was abgehen kann bei dir im Markt, ja, wie du dich spezialisieren kannst, wie du richtig abgehen kannst, umsatztechnisch, ja, und gewinntechnisch. Das ganze Team überlassen. Ja, bis dahin wünsche ich erstmal alles Gute und bis zum nächsten Video. Dein Robert. Ciao.